Digital Leben. Am Freitag verlieh Salzburg Research zum 12. Mal die Young Creativity Awards im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst. Dabei werden die kreativsten Jugendprojekte in den Bereichen Web, Video und mobile Anwendungen ausgezeichnet. Die Awards gingen heuer zum Beispiel an eine Handy-Applikation, die nach dem Ablesen eines Produktstrichcodes die Inhaltsstoffe auflistet, oder an einen Music Player für Facebook, der einen Bulk von YouTube-Videos partytauglich als Abspielliste einbinden kann. Eva Schmidhuber war bei der Verleihungsparty und hat dort mit den Masterminds hinter drei Siegerprojekten gesprochen. Am Beginn hören Sie einen Ausschnitt aus dem Siegerprojekt in der Sparte Video. Jo! Na! Jo! Na! Du! Ist deppert! Du sagst... Du bist klar! Willst jetzt da noch gut gehen oder nicht? Zerebrale Dichotomie heißt das Siegerprojekt der aus Oberösterreich stammenden Gewinner der Kategorie Video. Ein Fünferteam von der FH Hagenberg hat sich Gedanken über alltägliche Entscheidungsprobleme gemacht. Der schwierige Titel steht für die Zweigeteiltheit des Gehirns in eine logische und eine emotionale Hälfte. Also das Ganze spielt sich in einer organischen Höhle im Inneren des Körpers ab, das weiß man am Anfang allerdings noch nicht. Und man erwartet sich an gewaltigen Kampf der zwei Hauptcharaktere. Und zum Schluss entfernt man sich immer weiter von der Szene und fährt aus dem Gehirn, aus dem Auge raus des Protagonisten Stefan. Und der steht vor einer Würstelbude und der Würstler fragt ihn, ob jetzt das Gurkel will oder nicht. Erklärt Florian Juri den Inhalt des Videos, das laut Kollege Christoph Struber eine unwissenschaftliche Erklärung für die inneren Vorgänge bei der Entscheidungsfindung geben soll. Die FH Hagenberg ist heuer mit drei Siegerprojekten wieder an der Spitze des Gesamtwettbewerbs gelandet, gefolgt von der Fachhochschule Salzburg, den Lokalmatadoren der Veranstaltung, mit zwei Siegerprojekten. Darunter der erste Platz in der Kategorie Web für die Facebook-Anwendung Musicbook, die Thomas Czernik so beschreibt. Da geht es darum, dass man zum Beispiel seine Songs, die man gern selber hört, sich einfach zusammenstellen kann in einer Playlist. Die ganzen Tracks kommen über YouTube rein und man hat dann so die Möglichkeit zum Beispiel, das dann auf seine Pinnwand zu posten. Dann können andere Freunde wieder das hernehmen, selber als eigene Playlist. Oder man hat zum Beispiel die Möglichkeit, Playlists zu erstellen, Freunde dazu einzuladen und die können dann gemeinsam an dieser Playlist arbeiten, so dass man zum Beispiel für eine Geburtstagsfeier oder sowas jeder seine Lieder einfach dabei hat, ohne dass er CDs mitnehmen muss. Die Musiktitel müssen sich natürlich auf YouTube finden, damit sie in die Playlist eingebunden werden können. Dann ist es aber auch urheberrechtlich legal. Zumindest nicht illegaler als Musik auf YouTube selbst, meint Projektentwickler Dominik Goltermann. Dass das Interesse der ganz Jungen an Facebook am Schwinden wäre, können die beiden nicht feststellen. Im Gegenteil. Sie beobachten eher, dass die Studierenden von StudiVZ zu Facebook wechseln. Wie ist nun die Idee zu dieser Facebook-Applikation entstanden? Also die Idee hatte meine Freundin gehabt eigentlich und das war für ein Qualifikationsprojekt, also ein Projekt an unserer Uni, um ins nächste Semester aufzusteigen quasi. Frauen muss man in den Siegerteams mit der Lupe suchen. Die jungen Männer sind weitaus in der Überzahl. Die Frauen scheinen sich eher in der Rolle der Ideengeberin zu gefallen. Dominik Goltermanns Freundin hatte die Idee zu Musicbook. Johannes Schrefels Mutter gab den Anstoß zu dessen Siegerprojekt im Bereich Mobile. Sie brachte ein Heft mit Gesundheitsinformationen zu diversen Inhaltsstoffen in Nahrungsmitteln nach Hause. Das umständliche Suchen war dem Schüler des Europagymnasiums Auhof in Linz aber zu kompliziert. Deshalb schrieb er eine Applikation für Smartphones. In meinem Projekt geht es darum, dass man schwer die Möglichkeit hat, sich über Inhaltsstoffe in Produkten zu informieren. Gibt es auf der einen Seite die E-Nummer und da weiß man überhaupt nicht, was das ist. Ja, um das zu erleichtern, mit meinem neuen Programm ist es jetzt möglich, dass man halt einen Barcode scannt, der Handykamera und danach zu den einzelnen Inhaltsstoffen Informationen darüber kriegt, ob die Gesundheit schädlich sind oder nicht. Die Inhaltsstoffe eines Produktes sind allerdings nicht im Barcode gespeichert, sondern in einer Datenbank im Internet, die Johannes Schrefel ebenfalls erstellt hat. Mehr zu den Young Creativity Awards und den 14 ausgezeichneten Projekten finden Sie auf netdays.at. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.